Hallo und herzlich willkommen zu Fable 3 im schönen Driftwood, wo wir Rusty den Spieler begleiten sollen und wo die Vagabunden, also ganz ehrlich, also wie auch immer, ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Es ist mir ein schieres Rätsel, möchte ich sagen, ein Rätsel. Rusty, komm ran. Ich halte hier nicht Händchen. Ich beschütze nur diesen tölpelhaften Spieler. Boah, voll schön hier. Da will ich alles aufkaufen und horrende Mietpreise verlangen. So, wohin soll ich denn jetzt bringen? Wir sind doch... Hast du was Süßes dabei? Ich liebe Süßes. Na, richtig gut. Nur Salz. So, hier ist er. Eine Leiche. Wir haben es geschafft. Dank euch. Hier, etwas Gold für eure Mühen. Vielleicht investiere ich hier mein restliches Geld. Möglicherweise baue ich ein Casino. Rusty lebt, um eines Tages alles wieder reinzuholen. 5 Gildensiegel. Hui. Und das restliche Gold, das haben wir wohl nicht. Ach hier, guck mal, können wir jetzt alles aufkaufen tatsächlich. Machen wir dann natürlich auch, aber erstmal, das hier interessiert mich gerade. Kann ich euch helfen oder seht ihr euch nur um? Ich sehe mich nur um, vielen Dank. Klasse, hab Dank. So, jetzt muss ich... Danke, dass ihr da wart. Ach, na Glückwunsch. Entschuldigung. Musste sein. Hab ich mich erschreckt. Bis später. Ich bin weg. Oh, tschüss. Alter Schwede, das wird, da muss ich jetzt mal hinkommen. Okay, hier ist Magie, wie es aussieht. Alter, was ist das hier für eine Schnitzeljagd? Okay, da oben jetzt, wie soll ich da hinkommen? Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Willst du mich verarschen? Ich komm doch da nicht hin. Hin. Ich komme da nicht mal von oben hin. Wie soll ich denn da mit dem Schwert hinkommen? Das ist mir ein Rätsel. Wird die Stadt vielleicht noch hierher ausgebaut, dass man da vielleicht noch hochkommt? So, ich weiß, da ist die tolle Driftwood-Höhle. Da waren wir ja schon drin. Aber... Haben wir 200.000? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder waren das 20.000? Ich bin mir gar nicht so sicher. Da einfach nicht hin. Ich habe ehrlich gesagt, ich fühle mich ein bisschen veräppelt und verzweifelt. Und da komme ich gar nicht hoch. Ach, ich hasse diese Scheibendinger. So, nach oben komme ich dann natürlich auch nicht, um dann runterzuspringen oder irgendwas. Zumindest ist diesmal nicht so mega getimed wie letztes Mal. Trotzdem, ich glaube, ich muss dann wieder von vorne anfangen und ich hoffe, das wird hier vielleicht noch ein bisschen... Vielleicht wird Driftwood ja noch ein bisschen größer, ich weiß es nicht genau. Wir lassen uns einfach mal ein bisschen überraschen und dann kehren wir irgendwann mal wieder und nehmen das Ding da vielleicht auch was an, ne? Und ich hoffe, hier gibt es keine Zwerge. Da habe ich jetzt mal nicht geschaut. Aber das muss ich ja eh machen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz eine Übersicht, denn wir kaufen Driftwood ja auf. Im Unterschlupfladen. Ja, ja, komm, Opa. Weißt du Bescheid. So, 2 Zwerge gibt es tatsächlich in Driftwood. Das ist natürlich erfreulich. Boot kann man nicht kaufen. Aber hier Umweltaktivisten kaufen und vermieten. Das sind natürlich jetzt die Megahäuser. So, der Herr Dean. Und hier
Der Passatwind, 4000, ja, ach, wir haben tatsächlich 200.000, krass. So, wir kaufen aber erstmal hier Spatzwagen. Das ist der Wagen aus Fable 2, das ist der Wagen unseres Vaters. Der Wagen von Damien Brundish. Kaufen und vermieten. Der Wagen unseres Vaters. Finde ich aber toll, dass sie den mit reingebracht haben, ehrlich gesagt. So, und ich lasse mich überraschen. Ach, guck mal da oben. Da ist ein Teleport-Dingen. Da kommen wir vom hinteren Strand irgendwie rauf. Aber, nee, da waren wir, glaube ich, schon, aber hier oben nicht. Da müssen wir noch irgendwie hinkommen. Eventuell muss Driftwood ja noch wachsen. Und, das würde ja unseren Verdacht bestätigen. So, Silver Pines, Söldnerlager. Im Brightwall können wir vielleicht noch was kaufen. Können wir uns jetzt vielleicht den Dingens leisten? 75.000 zur grübelnden Feder. Ach, die Schenke gehört ja schon uns. Die meine ich gar nicht. Ich meine natürlich den Pfandleier. Wo war denn der? War er hier, ne? 154.000. Dann kaufen wir uns den Pfandleier. Zack. Juhu. Dann haben wir noch 52.000 über. Mit denen können wir da hinten ja noch die Olle kaufen. Haben wir schon. Haben wir tatsächlich schon gekauft, die Olle. Na gut. Das hier gehört auch schon uns. Hier gehört ja sonst alles uns. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Außer der da hinten, zurzeit nicht verkäuflich, natürlich nicht. Wenn ihr Bryans garstige Zwerge endlich einfangen würdet, würdet ihr der Welt einen großen Gefallen tun. Ja, aber das geht nicht so einfach, Opa. Sonst hätte ich das ja schon längst gemacht. So, Silver Pines habe ich schon alles aufgekauft, ne? Hier, lalalala, da oben das Ding auch schon. War das Silver Pines? Nee. Wo war denn? Oder war das? Nee, wo war denn das? Millfields, lalala. Oder war es doch Silver Pines? Nee. Hier haben wir noch irgendwo Max und Sam. Die müssen wir noch besuchen. Aber das war nicht Silver Pines, ne? Nee, das war nicht Silver Pines. Wo waren die denn noch? Millfields waren die auch nicht. Morningwood waren die. So, hier haben wir schon alles gekauft. Außer natürlich dort hinten das Morningwood vor. So, dies ist ein einzigartiges Gebäude. Natürlich kaufen wir das. Zack. Und die Frage ist, können wir da jetzt auch hin? Ich schnell reise mal dorthin. Denn wir haben jetzt hier im Dingens, im Driftwood können wir sowieso gerade noch nichts machen. Geschäftspartnerschaften, was immer das heißt. Da können wir gerade eh nichts machen. Nach einem langen, harten Kampf gegen die Horden von hohlen Männern, mit denen dieses Tal verseucht ist, zieht sich die Swift-Brigade hiermit aus dem Morningwood Fort zurück. Sollte unser Sieg gegen die widerwärtige Plage durch die untoten Soldaten nur von kurzer Dauer sein, findet ihr einen funktionsfähigen Mörser sowie geeignete Munition für den Kampf gegen die Zombie-Horde vor. Ich hoffe, ihr sterbt keinen grausamen Tod. Gezeichnet, Major Swift. Lieber Major Swift, ich hoffe, ihr habt recht. Okay, wir können den Mörser benutzen. Das tun wir gerade auch mal. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Einfach nur, weil wir da sind. Und, oh. Grenadier Dusel meldet sich zum Dienst. Ach, der arme Dusel. Moment, ich kenne euch. Ihr seid doch dieser Kerl, oder? Nein, nichts verraten. Der Prinz, richtig? Ja. Eine Schande, dass ich gestorben bin. Ich gebe euch nicht die Schuld. Man kann nicht immer Dusel haben. Aber ich bin ja noch da, nicht wahr? Ich bin ein Geist, aber jemand muss ja die Untoten in Schach halten. Können sie nicht einfach tot bleiben? Aber das muss ich gerade sagen, was? Also, schnappt euch den Mörser. Denen zeigen wir es, wie in alter Zeit. Ja, okay. Die jagen wir in die Luft. Ja, okay. Endlich geht's mal los. Hohle Männer kommen von links. So, von links. Verbleibende Zeit. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, was das ist. Pum. Pum. Oh, da könnte ich ewig zusehen. So, hohle Männer von rechts oder was? Oder wo? Von wo? Das war er.
Von wo? Vorsicht, da kommen wir her! Von links! Von links, ja, da sagt das doch. Ich hab doch... Hohle Männer gehen rechts in Position! So, die haben wir weg. Hohle Männer gehen rechts in Position! Seht nach links! Nach links! So. Sie schlurfen von rechts hier hin! Und Tote nähern sich von links! Auf einmal sind sie überall! Eine Horde Hohle Männer von links! Ja, ich kann ja auch nicht überall sein. Sie bereiten eine Angriff von rechts vor! Na super, gar nicht getroffen, ist natürlich auch schön. Da kommen sie, auf und weiter von links! Boom! Das war's wohl, dumme Leiche! Da kommen sie, Alter! Auf und weiter von links! Ja, diesmal haben wir eine ganze Reihe erwischt, das war gut. Von links, die kommen von links, Achtung! So, Alter, die sind ja überall jetzt auf einmal, boah! Jo! Geht in Arbeit! Seht nach links! Ja, aber hier rechts sind doch schon so viele! Alter! Manche Leute sind auch nicht tot genug, habe ich das Gefühl. Und Tote nähert sich von links! Boah! Buh! Hohle Männer rechts in Position! Jo, ich komme! Hohle Männer gehen rechts in Position! Boah, Alter! Von links! Sie kommen von links! So, wegen einem einzigen die Mörser anschmeißen. Vorsicht, da komme ich! Seht nach links! Nach links! Boah, Alter Schwede! Da kommen sie! Haufenweise von links! Von links, von rechts, von überall! Die sind doch eh überall! Sie kommen von rechts hierher! Booms! So, jetzt wieder hier rüber schwenken. Sie bereiten einen Angriff von rechts. Ja, ich weiß, die greifen von überall an. Das ist mir schon sehr bewusst gerade hier, sehr schmerzlich. Von links, sie kommen von links. Da kommen sie, haufenweise von rechts. Von links, sie kommen von links, von rechts, haufenweise von rechts, von links, von überall. Hohle Männer gehen rechts in Position. Und Tote nähern sich von links. Boah, ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt besiegen kann. Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Von links, sie kommen von links. Achtung! Hohle Männer kommen von links. Ja, Alter. Vorsicht, da kommen näher. Weil die Garnison hier. So, besiegt die hohlen Männer. Kiste Tee. Das bringt euch eine Ernennung zum Feldwebel ein. Aber ihr könnt's wehren. Gewonnen! Mit Dusel zusammen könnt ihr einfach nicht verlieren. Ja, freue ich mich. Ihr habt jetzt den Rang eines Feldwebels. Glückwunsch, ihr wart nicht völlig inkompetent. Ey. So, Mörser benutzen. Das können wir scheinbar immer wieder machen. Ups. Und jetzt sind die alle weg. Ich dachte, ich muss den Rest jetzt eventuell manuell. Eigentlich wollte ich ja jetzt... Ist das das Morningwood 4, was wir gekauft haben hier jetzt? Oder was? Wenn wir es gekauft haben, sehe ich hier aber erstaunlich wenig Besitzanzeigen. Und da vorne weiß ich jetzt schon wieder, da sind wieder diese komischen Hops. Natürlich sind sie da. So, huch, da zieht sich gerade ein Grafikfehler rum. Niedergemetzelt. Und der nächste. So, schade, dass man die jetzt nicht mehr so gegen die Wand stellen kann, wie noch in Fable 2. So.
Das war's hier. Dann sammeln wir noch ein paar Gilden. Gildensiegel, Gildenheldensiegel, Siegel, Dugel, was auch immer. Und eigentlich müssten doch hier dann auch wieder irgendwo Viecher sein. Vor allem habe ich das Gefühl, das werden jetzt immer schwierigere. Kann das sein? Das sind doch jetzt noch diese General-Hops. Vorher waren das wenigstens noch normale. Hupsa. Und zack, der ist auch weg. Und wir benutzen einfach mal den Megaschuss, damit wir vielleicht noch die Freischaltung für die Knarre kriegen hier. 200 stark aufgeladenen Schuss sollen wir damit machen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir die hinter uns haben. Und außen sammeln wir, wie gesagt, noch ein paar Heldensiegelchen, denn wir wollen ja auch mal wieder auf die Siegesstraße. Das stand bestimmt auch schon ein, zwei Mal in den Kommentaren. Ich kann gar nicht angucken, wie du spielst, Alter. Du hast so viele Heldensiegel. Natürlich das Übliche, aber naja, wir lassen uns ja mal nicht hetzen, sondern wir machen das ja ganz bequem. Ach, guck mal, wie wir da haben. Ich roll hier doch nur rum. Ich will doch hier nur ein bisschen... So, den hau ich nämlich als erstes weg, damit der nicht wieder seine komischen... Aua, 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 aua. Bams! Auf die Schnauze! My friend. And you too! And you too! And you too! And of course, everybody gets his fair piece of auf the Schnauz. Yes, in this English let's play. Hüpsa. Aua, aua, aua. Jetzt reicht's mir aber, Alter. Fetti McFettfett, Alter. Das gibt's doch gar nicht. So. Weg mit dir. Mann, 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 Mann. Wie ärgerlich der Typ ist. Ach, hör auf. Wir übertreiben ja zum Glück nicht. Aua. So, ich roll erstmal, natürlich mach ich wieder die Rolle rückwärts hier. Und da hinten sehe ich noch zwei weitere Zauberer, das darf doch nicht wahr sein. Boah, diese ätzenden Mekromanten. Wobei ich diese Generäle hier noch viel schlimmer finde, ehrlich gesagt. Aber zum Glück haben wir ja Heiltränke geholt. So. So. Der Herr. Was machen die da hinten? So. Wie gesagt, ich lade hier gerade das Achievement sozusagen für die Waffe aus, die Verbesserung. Das scheint so nicht zu klappen, aber so. Erst die falsche Richtung weisen und dann das Eisen ins Genick stecken. So, hier waren noch welche. Haben wir die jetzt mit erledigt oder was? Hier waren doch eben gerade noch welche. Das ist ja suspekt. So, hier will ich gar nicht rein. Da kommen wir wieder zu den... anderen Dingens, da will ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz ein bisschen die Gildensiegel aufsammeln und so weiter und so fort. Und vielleicht auch mal unsere Verbesserung ein bisschen voranbringen. Und langsam müssen wir uns dann bald mal wieder ein paar Quests widmen, habe ich das Gefühl. Aber es gibt ja noch so viel zu tun. So, außen würde ich ja gerne, hier waren wir schon, ich würde gerne Max und Sam auch mal besuchen. Die waren aber, glaube ich, nicht hier, oder? War das in Morningwood? Ich weiß es gar nicht.
da wo die vielen Krypten standen. Hier im Morningwood waren auf jeden Fall irgendwo noch diese Umweltaktivisten, ne? Die waren auch hier. Natürlich. Nein, und schon wieder so ein blöder Zauberer. So, da kommen natürlich gleich die Skelettdinger um die Ecke. Alter, das sind sogar... Nee, das sind drei. Das ist... Alter. So, bloß schnell den Zauberer, diesen Nekromanten hier bloß weg. So. Dann haben wir den schon mal weg. Alter, hör auf jetzt. Ich bin doch hier... Ich bin doch der Held. Wenn dir hier jemand Schläge austeilt, dann bin ich das. Was macht denn der Hund da hinten? So. Und Exitus. So, Schatz. Habe ich gerade was von Schatz gelesen? Und was ist denn hier überhaupt los? Was gibt's denn hier hinten? Hier gibt's gar nichts. Einen Schatz. Doch, da gibt's einen Schatz. Okay, was mag in dem Schatz wohl drin sein? Es wird sicherlich etwas Unabdingbares sein. Etwas, was wir schon immer haben wollten. Und tatsächlich, man siehe da, es ist ein Diamant. Wow. Uiuiuiuiui. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie viel Freude ich gerade empfinde. Es ist sicher viel. So. Dann laufen wir mal wieder dem goldenen Pfad entlang und schauen mal. Jetzt kommen wir eh wieder zum Fort. Und ergo müssten wir dann doch theoretisch... Ach, sieh an, siehst du, das Fort gehört jetzt uns? Da ist tatsächlich das Besitzschild, das habe ich vorher nicht gesehen. Und deswegen können wir jetzt wahrscheinlich auch da oben das Ding benutzen. Und haben auch unseren eigenen Hausgeist. Na, das ist doch super. Jetzt ist nur die Frage, wo waren denn all die Aktivisten und sowas? Die waren doch auch hier irgendwo im Sumpf. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, wo das war, verdammt. Hier, kommen wir zu den Grabsteinen. Da müssten auch Max und Sam hier sein. Wisst ihr, was mir an Menschen gut gefällt? Sie sterben. Oh nein, und wir haben auch einen Zwerg hier. Na, Glückwunsch. Einfach herrlich. Heute ist der Tag, an dem ihr sterben werdet. Was macht ihn so sicher? Hatte auch mal einen. Mit Püree und Erbsen. Ja, ja, Metzle, Schnitzel. Komm her zum Sterben. Oh, wir müssen unbedingt diesen Hauptmann da erledigen. Nee, was? Ich wollte gerade einen Heiltrank und dann... Ah, oh nein, wir sind tatsächlich einmal gestorben. Das wollte ich gerade machen. Er wedelt mit dem Schwanz. Denkt sich an, wie er Scheiße frisst. Ich hoffe, er meint nicht uns. Boah, Alter, das ist mega unfair hier. Alter Schwede, ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Ich werde von allen Seiten zugemanscht. Ihr boah. Scheint echt nett zu sein. Ich töte nette Leute, wisst ihr? Boah, Alter, diese komischen Big Monster sind echt mies diesmal in Fable. Gut, dass ihr gekommen seid. Die Frau war zum Lachen. So, Alter. Darf ich euch beim Sterben helfen? Da sind wir echt mal gestorben. Das gibt's ja gar nicht. In Fable 2 nicht ein einziges Mal gestorben, außer natürlich in Arena, wo es bis zum Tod ging. Da musste man zwangsweise irgendwann sterben. Und hier, aber das war ja schon nach dem Durchspielen eigentlich. Und hier sind wir jetzt tatsächlich einmal gestorben, weil das einfach gerade nur so ein bisschen unfair. So, da, Max und Sam. Du hast gesagt, auf dem Friedhof wäre es lustig. Und offenbar hast du großen Quatsch erzählt. Vielleicht willst du ja zurück zu Mama. Konnte ich ahnen, dass es auf dem Friedhof keine Geister gibt? Wir brauchen nur eins, das Buch.
Sam, das ist genial! Das Buch! Hol es! Ich hol's nicht! Hallo? Ich hol es nicht! Das kann doch der Lebende tun! Wer? Ah, richtig! Wie wär's? Wir wären wirklich sehr dankbar! Das ist kein einfaches Buch. Mit dem Normanomicon kann man Tote beschwören. Mhm. Na, das klingt jetzt so bösartig. Wir haben nichts Diabolisches mit den Toten vor. Wir wollen nur etwas Abwechslung und Unterhaltung. Natürlich, das klingt glaubwürdig. Unfassbar. Warum hast du nicht an das Buch gedacht, bevor wir gegangen sind? Wenigstens habe ich überhaupt gedacht. Das ist mehr, als du getan hast. Aber es war doch meine Idee, hierher zu kommen. Ja, das war echt brillant. Ja, das sagtest du schon. Also, wenn du nichts Interessantes zu erzählen hast, halt doch einfach die Klappe. Schein ich so. Er denkt noch, wir seien böse Geister. Sind wir aber nicht. Und was bringt es, das zu betonen? Wenn wir tatsächlich böse wären, würden wir ohnehin nicht sagen, dass wir ein böses Spiel treiben. Das klingt logisch. Schaut, ihr wollt bestimmt nicht hier stehen und euch das alles anhören. Nein. Vielleicht sagen wir immer und immer wieder das Gleiche. Mhm. Mit Sicherheit, denn ihr seid so programmiert. Unfassbar. Warum hast du nicht an das Buch gedacht, bevor wir gegangen sind? Ihr sagt immer das Gleiche. Wenigstens habe ich überhaupt gedacht. Das ist mehr, als du getan hast. Freunde, in der nächsten Folge kümmern wir uns um Sam und Max, die uns sonst hier den Huckel voll quatschen. Ja, das war echt brillant. Ja, Max und Sam sind zurück, beziehungsweise eigentlich sind sie gar nicht zurück, sie sind mehr tot als zurück, aber selbst tot scheinen die beiden immer noch gut unterwegs zu sein. Und sie wollen das Normanomicon, die Fable-Version vom Necronomicon, was wir bereits in Fable 2 den beiden aus den Händen löten mussten, weil die beiden nur Unheil angestellt haben. Und ich vermute, das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge nicht anders sein, wenn wir den beiden irgendwie, oh Gottes Willen, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, wenn wir den beiden irgendwie das Buch besorgen. Oh mein Gott. Boah.